I really appreciate that, man. E-Sports. It's only a game. Why you have to be mad? Temos não ao racismo. Nein zum Rassismus. Nein til racismo. Nein de racismo. No to racism. No al racismo. Say no to racism. Ich bin online und ich werde nicht ausrasten. Ich werde mich heute nicht aufregen. Ich werde mich nicht aufregen, EA Sports. Ich reg mich heute nicht über euch auf. Ich spiele einfach. Und wenn ich verliere, dann verliere ich. Wenn ich gewinne, dann gewinne ich. Aber ich reg mich nicht auf. Hast du dieses Ding so krass, Alter? Mann, Digga, ich... Es mein Chat für die ganze Knappe. Oh mein Gott, Alter. Ja, WLAN aus. Mann. Oh. Dass der noch high ist, der Controller, Alter. Was macht der da, Mann? Ich... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich reg mich diese Weekend nicht wirklich nicht mehr auf. 12 Sekunden später. Es ist. Und ich bin mir sicher, Leute, wenn ihr diese Tipps einigermaßen berücksichtigt, dann werdet ihr auch besser abschließen. Oh. Freitag 10 Spiele, Samstag 10 Spiele und Sonntag 10 Spiele. Bevor ihr ein Weekend League Spiel macht, würde ich euch empfehlen, ein Spiel gegen einen Kumpel zu machen, der auch gut ist, oder ein Spiel in Division Rivals zu machen. Wenn ihr kalt reinstartet, kann es sein, dass ihr da ein bisschen Probleme habt. Wenn ihr verliert und übertrieben sauer seid, weil FIFA mal wieder Auge gelegt hat und ihr verarscht wurdet oder keine Ahnung, warum auch immer, ihr einfach verloren habt und ihr dann sauer seid, dann hört auf zu spielen. Dann hört auf zu spielen. Wenn du nicht morgen weiterspielst. Ich werde nicht mit einer Niederlage schlafen gehen. Ihr müsst da mit klarem Kopf an die Sache gehen. Weil meine Nachbarn, die sollen die Polizei rufen, Digga. Ich bin gerade so aggro. Die sollen die rufen. Macht, traut euch, Digga. Guckst, ich weiß, dass du manchmal meine Sleeps eventuell guckst. Du kennst mich. Ich weiß ganz genau, der Sohn von meinen Nachbarn. Sag deinen Eltern, die sollen sich trauen, die Polizei zu rufen. Digga, dann rast ich aber komplett aus. Dann scheiß ich euch vor die Haustür. Das mache ich dann, Digga. Ich kaufe mir eine Katze und dann schmeiße ich meine Katze rüber auf euren Balkon. Und der soll sich erstmal um euren Vogel kümmern. Der mich jeden Morgen um 9 Uhr morgens weckt. Traut euch. Trau dich, mein Freund. Geh zu deinen Eltern. Leben Sie noch? Oh mein Gott, Alter! Ja, WLAN aus. Jetzt wird er gezogen. Das ist so ein verkauftes Spiel schon wieder hier. Ich muss hier 4-0 führen, Chat. Oder schwitz mal jetzt dabei. Nee, am Wochenende macht mein Vater nicht auf. Da zieht er den Stecker nicht am Wochenende. Soweit ich weiß, habe ich ihn auf jeden Fall gesagt. Aber meine Nachbarn könnten die Bullen irgendwann mal rufen. Aber dann sollen die das rufen, Digga. Dann zeige ich den Polizisten, was hier abgeht in dem Spiel. Dann verstehen die mich. Dann lassen die noch ein Abo da. Wenn ihr verlieren solltet und richtig sauer seid, verkauft nicht euer Team. Jera 5 von 10, den werde ich safe verkaufen, der hat mich so krass abgefuckt. De Jong, Schmutz, also meine 6er, so Schmutz, 5 von 10 De Jong, die werde ich jetzt hier sofort alle verkaufen. 1,4 Millionen, das sieht glaube ich nach ganz viel Minus aus. Oh, dann mache ich auch schon wieder Minus, Ehre. Oh mein Gott. Warum sind die alle so günstig geworden auf einmal? Guck mal, ich habe gerade mit 2 Spielern eine 500.000 Minus gemacht. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, Chat. Was? Ich kann das nicht. Nicht mehr der liebe Gott kann mir da helfen. Ich schieße in die Ecken, ich schwöre, aus meinen letzten 7 Elfern habe ich einen reingemacht. Ah, es ist einfach.
Nicht mehr der liebe Gott kann mir da helfen. Ist es gerade wirklich passiert? Ist es gerade wirklich passiert? Freunde! Wir haben es geschafft! Wir haben ein Elfmeterschießen gewonnen! Gegen jemanden, der nicht einmal in diesem Spiel aufs Tor geschossen hat! Geil, geil, geil! Das ist mehr wert als ein 30-0, Freunde! Oh, da kommt schon wieder ein Pups angerannt. Oh, war ein Schleicher. Aber die Schleicher, die stinken immer, Digga, die haben es in sich. Sind wie Frauen. Die ruhigen Frauen, Freunde, das sind meistens die größten. Ich bin nicht so. Aber die sind meistens die versautesten von allen, Digga. Die ihr Maul halten und auf einmal, Digga, dann geht's richtig ab. Guck mal jetzt hier, kommt der an? Ach, ob ich sehen würde, Digga. Du hast doch einen kompletten Dachschaden. Was, die haben die C-Jugend übersprungen. Ich sag's dir, diese Ballannahmen haben die übersprungen. Das ist so krass, was Klopp immer mit seinen Spielern macht. Karius war doch heute im Stream bei den Teasies. Ich hab die so gefragt, Bruh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh no. Digga, was ist da gerade passiert? Ich schwöre, das ist so ein lostes Spiel. Ich kann dieses Spiel nicht ernst nehmen. Ich schwöre, ich kann dieses Spiel nicht ernst nehmen. Was soll ich denn dazu noch sagen, Chat? Hä? Eusebio macht, geht einfach weg. Und ich weiß, dass viele von euch mich aber fühlen. Viele finden es witzig, viele finden es nicht witzig. Aber worum es mir geht, ist, dass mich ganz viele verstehen. Das ist ja das Schlimme an der Sache. Es verstehen mich die Leute, die sagen, ja, ich weiß, wie du dich fühlst, mein Freund. Ich weiß, wie du dich fühlst. Digga! Ich hab's gewusst. Ich hab doch X gedrückt, hä? Ich hab doch... X gedrückt, Mann. Warum werde ich so Pups genommen von diesem Dreckspiel? Pups mit Doppel-O. Ich reg mich jetzt nicht mehr auf, das ist das letzte Spiel. So. A few moments later. Es ist krass, Chat. Ich krieg diesen Drecksball nicht. Das war knapp mit dem Controller. Wenn der mich markiert, irgendwo, ich schwöre auf meine Mutter, du wirst auf alles geblockt, wo ich dich kenne. Heute habe ich gegen einen E-Sportler in der Weekend League gespielt. Ich konnte mein Spiel 4-0 gewinnen. GG an dieser Stelle. Hertha BSC markiert, meine ganze Familie markiert, meine Freunde markiert, jeden Fan markiert, den es auf der ganzen Welt gibt. Und dann schreiben so bei Insta, ich bin dein größter Fan, bla bla bla. Der spielt besser als ich, ja, aber nicht, ich bin mir sicher, dass ich besser als er bin. Ach so. 15-4, diese ganzen Knechte spielen. Um ihr Leben, aber ihr werdet nichts ziehen. Oder ihr werdet was ziehen. Das ist aber schön für euch, weil in 2 Wochen dieses Spiel tot ist. Und dann könnt ihr zu eurer hässlichen Drecksfreundin gehen, die euch betrügt, die hässlich ist wie sonst was, weil sie aus der Scheiße stinkt. Was? Dann könnt ihr dir erzählen, dass ihr irgendjemanden gezogen habt. Herzlichen Glückwunsch. In 5 Wochen erinnert sich kein Spast mehr daran. Ruhiger Stream heute.